450 Tage haben Leipzigs Sportler sehnsüchtig gewartet. Nun haben sie eine neue Heimat. In Kleinschocha eröffneten Oberbürgermeister Burkhard Jung, Sachsens Sportminister Roland Wöller und Sportbürgermeister Heiko Rosenthal eine neue Dreifelderhalle. Mit ihr soll die angespannte Hallensituation der Stadt entlastet werden. Das entlastet natürlich. Wir haben in der Tat einen Riesenbedarf an Spielfeldhallen, weil die Anteile derer, die in den Sportvereinen aktiv sind, immer höher werden. Und diese Spielhallen für Handball, Basketball, Hockey, Volleyball, die sind wirklich dringend nötig. Und insofern entlastet es deutlich und ist ein sehr, sehr schöner Schritt. Finanziert wurde der gut 4 Millionen Euro teure Hallenkomplex vor allem aus dem Konjunkturpaket 2. Wir haben diese Halle gemeinsam finanzieren können, also die Stadt Leipzig, aber auch Konjunkturpaket Mittel 2 stecken drin, wie auch Mittel des Freistaates Sachsen. Das waren sehr hohe Fördersätze in Höhe von 80%. Und ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. Viele haben an einem Strang gezogen und das Ergebnis lässt sich wirklich sehen. Errichtet wurde die Halle für den Schul- und Breitensport, wovon der Sportstandort Leipzig profitieren soll. Gerade die Sportbedingungen in einer Großstadt wie Leipzig sind wichtig. Es muss viel saniert werden, es muss viel neu gebaut werden. Und deswegen ist die Dreifeldhalle ein Meilenstein auf dem Weg zur Sportstadt. Und ich glaube, sie bietet auch beste Bedingungen, gerade für die unterschiedlichen Vereine, aber auch für den Schulsport gleichermaßen. Gerade im Bereich Fußball, im Bereich Hockey, im Bereich Volleyball und Tennis haben wir Zuwächse. Und das sind auch die Vereine, die die Halle jetzt nutzen werden. Zwar wird die Sporthalle erst ab morgen freigegeben, dennoch ist sie bereits ausgebucht. Handballer, Hockeyspieler, Fußballer, Radsportler im Kraftraum und Basketballer haben bereits Ansprüche angemeldet. Daher bastelt die Stadt im Rahmen des Sportprogramms 2015 eifrig an weiteren Räumlichkeiten. Ja, morgen wird der Zuwendungsbescheid im Rabet übergeben, wo wir eine Multifunktionshalle für den Leipziger Osten bauen werden, wo insbesondere aber auch der Sport seinen Platz finden wird. Damit wird eine zweite neue Dreifachhalle geplant und dann hoffentlich auch im nächsten Jahr den Sportlern übergeben. Wir werden zum 1. September die sanierte Leppleistraße übergeben, wo ebenfalls mit der sanierten Dreifachhalle dann die Spielsportarten, insbesondere Volleyball, wieder eine Heimstatt finden und natürlich das Projekt Sportmittelschule, den Neubau dort der Dreifachhalle in unmittelbarer Nähe im Sportforum, steht noch ganz oben auf der Agenda und das wollen wir auch bis 2015 realisieren. Betreiben Leipzigs Athleten ihren Sport dabei ähnlich motiviert wie Bürgermeister Jung, werden auch diese Hallen ihre Auslastung finden.